Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? Guten Morgen, meine Lieben. Ich vlogge heute dann auch wieder so ein bisschen, auch wenn ich vielleicht nicht so viel zu tun habe. Dachte ich mir trotzdem, dass ich es mal euch mitnehme. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe ja mein Frühstück gemacht. Ich kann es ja euch hier ja jetzt noch mal kurz zeigen. So, das ist jetzt mein Frühstück für heute. Einfach Erdnussbutterbrot und Haselnusscreme-Butter von Foodspring. Mit Banane drauf natürlich und etwas Müsli mit Proteinpulver, damit ich da noch etwas Proteine zu mir nehme, da ich ja davor ja Sport gemacht habe, mit ein bisschen Heidelbeeren und ja, mein veganen Kaffee, wie es immer ist. Ja, ich habe eben davor ja Sport gemacht gehabt. Ihr habt ja auch kurz gesehen gehabt, dass ich die Sachen weggeräumt habe. Und ja, ich genieße jetzt erstmal mein Frühstück, denn ich habe schon etwas Hunger natürlich. Ist auch schon 10 nach 10 und ja, ich genieße jetzt erstmal mein Frühstück. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Meine To-Do-Liste für heute
falls ich irgendwie immer was vergessen sollte, dann habe ich lieber hier drin stehen. Und ich schreibe es mir auch immer lieber auf, dass ich eben halt nichts vergesse. Und ja, das ist halt auch immer so eine Sache, was man immer machen sollte, dass, falls man, ja, ich finde, wenn man nicht so den Plan hat, was man machen will, aber irgendwie trotzdem irgendwie noch was zu tun hat, falls ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt so das, was ich heute alles machen werde. Und ja, aber jetzt gehe ich erstmal duschen. Also ich werde gleich duschen gehen, denn ich habe da noch so ein Öl von gestern Abend. Ich wollte es eigentlich gestern schon, aber ich habe es dann irgendwie etwas verpennt. Aber naja, ich gehe dann jetzt schon gleich sofort duschen und dann mache ich auch schon gleich das Erste, was ich auch schon seit längerem mal wieder machen wollte. Mal gucken, ob mir dann wieder wehtut oder nicht. Aber ich denke nicht. Ich bin eigentlich schon hart im Nehmen, was das angeht. Aber ja, also. Aber ich schaue erstmal das Video zu Ende, dann gehe ich erst duschen. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for the story. You treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there?
Achso, ich nehme das jetzt mit in mein Zimmer und lasse es da aber erst noch etwas abkühlen. Ich zeige euch dann auch heute so ein bisschen, wie ich das mache. Ich werde ja nicht alles filmen, dass ich das alles ja abmache. Wozu denn? Denn eigentlich müsste man ja sozusagen wie erkennen, wie man das macht. Oder naja, ist ja so gut wie fast das gleiche wie Wachs, nur halt mit Zuckerpaste. Aber ja, ich lasse jetzt erstmal kurz in meinem Zimmer abkühlen. So brauche ich wenigstens keine Softbox, denn so habe ich dann noch genug Licht hier in meinem Zimmer. So schön hell sieht es gerade aus. Aber ich muss echt mal gucken, dass ich mein Zimmer mal streiche, denn so an den meisten Ecken sieht es überhaupt nicht mehr so arg schön aus. Und vor allem diese leicht lavendelfarbene Wand werde ich vielleicht auch mal vielleicht wegstreichen oder vielleicht eine andere Farbe drüber. Denn ich bin mir am Überlegen, wie ich sonst so noch mein Zimmer umgestalten könnte. Denn ich bin echt ahnungslos, was sowas angeht. Naja, für so ein kleines Zimmer ist es auch etwas meistens schwierig. Naja, ich lasse jetzt erstmal auch die Zuckerpaste hier etwas abkühlen und dann begebe ich mich jetzt ganz kurz ans Haare föhnen, denn ich habe Lust, die mal wieder ein bisschen so mit einem Föhn zu trocknen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Dazu nehme ich dann jetzt kurz den Hitzeschutz mit rüber ins Badezimmer natürlich. Mich hier jetzt schon mal etwas gewappnet mit einem Handtuch natürlich. Ich stelle euch mal kurz dahin. So. Ich glaube, das ist ganz gut abgekühlt. Ich denke schon, kannst ja jetzt erstmal
so ein bisschen probieren, wie es gerade ist. Meine Haut ist gut trocken. Ich beginne halt meistens natürlich immer unter, unten an den Beinen. Es geht eigentlich mit den Schmerzen. Es ist sowas wie gesagt, wie, wie mit normalem Wachs, nur halt. Das ist ein bisschen andere Konsistenz. Es ist halt noch ein bisschen warm. Und natürlich immer der entgegengesetzten Richtung. Da es sich tatsächlich um ein Missverständnis gehandelt hat und Sebastian Hauke mit Bernd Peschkes Erlaubnis das Haus betrat, gingen alle Beteiligten straffrei aus. Silvia Peschke hat sich zwar von ihrem Ehemann getrennt, die beiden haben aber ein gutes und freundschaftliches Verhältnis zueinander. Ist ein bisschen was auf meine Hand gefallen. Aber naja, ist jetzt auch nicht so weiterhin schlimm. Hallo? Polizei? Hallo? Ich halte es mir halt auch hier so am Knöchel etwas fest, damit es nicht so gleich auf dem ersten Strang so weh tut, sage ich jetzt mal. Und. Ja. Und einfach dann drauf losziehen, wenn es dann halt passt. Und das klappt für mich eigentlich auch ganz gut. Als so manch andere Methoden. Ich weiß nicht, ob ich sehr was mit einem Silk Appeal machen würde. Aber das klappt für mich bis jetzt so einwandfrei. Mit dem Stückchen, was halt gerade so auf der anderen Seite ist, mache ich kurz hier das am Knöchel. Ja, das mache ich halt so. Wie es ist dann eben weiter, also ist nichts, was so, sag ich mal, so, ein bisschen ist schon mal was abzuholen. Ja, das mache ich halt immer so. Keine Ahnung. Ja, die letzte Mal habe ich mit der Enthaarungscreme das weggemacht und dann auch mal normal rasiert. Aber jetzt mache ich es wieder so mit der Zuckerpaste. Und ja, ich würde mal sagen, ich nehme euch dann später wieder mit, wenn dann wieder irgendwas ist. Und ja, ich mache es jetzt mal schnell. So Leute, ich war eigentlich gerade schon kurz in der Bank, weil ich ja kurz eigentlich ja das Geld überweisen wollte, was mir mein Vater gegeben hat für die Fahrschule. Ach man, automatisch leider außer Betrieb und ich kann jetzt das Geld nicht überweisen. Ich habe zwar noch genug Geld drauf, aber ich sollte das Geld, was er mir gegeben hat, ja auch lieber drauf überweisen, damit es dann auch sicher noch gut abgedeckt ist. Aber ich glaube, ich mache es dann so, dass ich es einfach mit dem Online-Banking mache und dann erst nächste Woche dann kurz hingehe, um das Geld zu überweisen. Und dann, oder ich versuche es gleich am Montag schon mal und versuche das mal dann zu überweisen auf mein Konto. Aber naja, das ist jetzt mal gescheitert, diese Aufgabe. Aber naja, zumindest habe ich versucht. Aber naja, ich mache dann jetzt mal schnell weiter mit dem Waxing. Ich muss das jetzt wieder kurz aufwärmen, dass es so langsam abkühlt. Und ich würde dann mal, glaube ich, auch schon bald das Essen für mich und meinen Freund machen, denn er
könnte bald schon unterwegs sein, denn er kommt ja zu mir und verbringt etwas die Zeit bei mir. Und ja, aber ich freue mich, dass er dann da ist. Dann ist mir so, zumindest nicht so allzu langweilig. Aber naja, ich hoffe, dass es euch gut geht. Und ja, ich bin auch schon wieder gleich zu Hause. Aber naja, wie es ist, man soll schön zu Hause bleiben. Aber naja, was soll's. Ich habe zumindest versucht, das mit dem Geld zu machen. Aber naja, ich melde mich dann jetzt gleich sofort wieder. So, ich lasse jetzt erstmal den Brokkoli etwas aufkochen lassen, weil dann habe ich das vor mit etwas Tofu, Räuchertofu und solchen Instant-Nudeln zu machen. Ich habe da noch ein anderes Päckchen, ja, also fast das gleiche, finde ich irgendwie sehr, sehr lecker. Mal sehen, ob es ihm dann auch dann schmeckt, wenn er dann da ist. Mal gucken. In der Zeit mache ich dann auch jetzt schnell weiter mit meinem Waxen. Ich bin auch schon fast fertig, zum Glück. Und ja, diese Instant-Nudeln brauchen ja auch zum Glück nicht lang. Also, wenn er da sein sollte, habe ich dann nicht viel zu tun. So, das wird dann unser Essen und wir lassen es uns dann jetzt erstmal gleich schmecken. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Beinen zu rasieren, ehrlich gesagt zu wachsen. Das ist mal wieder ein befreiendes Gefühl. Ich muss jetzt nur noch ganz kurz meine Hände waschen. Ich habe dann auch nur noch ganz kurz an den kleinen Stellen, wo es etwas schwer ist rauszutun, dann nur ganz leicht drüber rasiert mit meinem normalen Rasierer. Ja, mein Freund ist ja auch schon längst da. Wir haben ja zusammen alle gegessen mit meiner Mutter, ihrem Freund. Und ja, ich entsorge jetzt dann kurz alles, dann begebe ich mich wieder in mein Zimmer und ich glaube, ich würde dann auch schnell dann das Video, was ich gestern gemacht habe, schneiden, damit ich es ja für morgen ja hochladen kann natürlich. Und ja, heute habe ich dann auch ein neues Video hochgeladen, wenn ihr das Video hier seht, denn das kommt ja erst später. Und ja, ich gehe dann jetzt wieder in mein Zimmer. Und ich habe auch ganz gut davon was aufgebraucht. Also die nächsten Male kann ich es ja mal für meine Achseln oder so benutzen. Ja, aber ich komme damit viel besser klar als mit normalem Wachs. So. Das lasse ich dann auch hier natürlich im Badezimmer drin. Ich lasse es hier dann mal nur so dann hier drin verpackt. Es wird ja, damit passiert ja nichts, zum Glück. Und ja, ich begebe mich dann jetzt mal.
So Leute, ich liege hier eigentlich schon so gut wie quasi fast im Bett. Nur ich schneide hier auch schon gerade das Video, was der, wenn ihr das Video hier seht, schon am halt Donnerstag. Das hier kommt erst sehr danach. Und ich schaue dann auch währenddessen auf etwas DSDS. Mein Freund ist gerade auf Toilette. Er müsste dann gleich auch kommen. Und ja, ich schneide jetzt erstmal das Video fertig und ich beende dann auch schon bald den Vlog hier. Ich weiß, zwar nicht so Berauschendes passiert, aber naja, ein bisschen DSDS, einen schönen Abend noch ausklingen lassen und ja. Letzte Woche fand ich dich außer Barry Gibb, ja, keiner sonst von den BGs. Das ist, wenn die da drei oben gestanden und zu dritt diese hohen Stimmen gesungen haben, ja. Denn ich weiß, dass der Carina, keine Ahnung, oben bei mir Schule bin und da sofort die Türen zu, Fenster zu und alles, ja. Sonst geht ja, der Herr massiert mir hier die Füße, ne? Sei nicht so. Ja, Mann. Ja, so lässt sich chillen, wenn gerade diese schwierige Zeit ist. Nochmal kurz zum Schluss. Ich habe hier noch einen kleinen Snack, so was wie für uns vorbereitet. Und zwar etwas Müsli. Ein klein bisschen Hunger haben wir jetzt noch. Und ja, das essen wir jetzt noch, bevor wir dann irgendwann mal schlafen gehen. So Leute, ich bin dann mal lieber den Vlog hier schon mal. Wir haben uns auch schon Bett fertig gemacht. Bleib. Komm noch raus, wenn du willst. Dann halt nicht. Ja, ich würde dann mal sagen, ich beende mal den Vlog hier mit. Also ich würde dann mal sagen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich auch. Ich würde mich sehr darauf freuen. Oder was meinst du? Sollen wir den Daumen hoch abonnieren? Smashen? 300 Abonnenten müssen wir schaffen. 300. Schafft man bestimmt irgendwann bald. Und ja, ich würde dann mal sagen, ich melde mich dann bei meinem nächsten Video oder Vlog wieder. Bye.